Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir zwei Drachen besiegt, beziehungsweise einen Drachen besiegt und davor hatten wir schon einen besiegt. Und Camira hat mich gebeten herauszufinden, was mit unseren Streitkräften passiert ist. Das werden wir jetzt auch tun, allerdings bin ich mir nicht sicher, wo wir hin müssen. Hier steht nur, dass wir nach vorne müssen, deswegen reiten wir jetzt mal den kompletten Weg hier nach vorne. Ja. Zum Tor und schauen mal, ob wir uns dann weiter porten müssen. Bin ich schon wieder hier falsch abgebogen, oder? Ah! Ob wir da weiter porten müssen oder ob wir das Ganze hier vorne machen können. Ja, Shor hat harte Knochen, wir wissen das. So. Ah, hier schon mal. Hier sind alle, oder? Es ist schön, euch zu sehen, Fünfkralle. Wir sind gerade erst zurückgekehrt und ich habe der Königin noch nicht Bericht erstattet. Camira, geht es gut, oder? Wir haben gesehen, wie sich die Monde bewegten und die Mondfinsternis endete. Aber wir haben nicht gehört, was geschah, nachdem ihr das Mondtor betreten hattet. Camira, geht es gut. Eigentlich hat sie mich sogar geschickt, um herauszufinden, was mit euch geschehen ist. Nachdem mich dieser Drachen-Odem erwischt hatte, kümmerte sich Samarak um meine Wunden und übernahm den Befehl über die Soldaten, die den oberen Kamm schützten. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ich während der Geschehnisse, die darauf folgten, immer wieder das Bewusstsein verlor. Also wisst ihr nicht, wie die Schlacht endete? Ich weiß, dass ich noch am Leben und dankbar dafür bin, wieder in Krempen zu sein. Es ist ein Wunder, Dank sei den Monden, dass die Stadt wieder frei ist. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich am Mondtor geschah, müsst ihr Samarak und Präfekt Kalo fragen. Eure Verletzungen. Braucht ihr die Zuwendung der Heiler? Es gibt einige unter den Truppen, die Heiler dringender brauchen als ich. Aber vielleicht werden ein paar Stunden in den schmerzlindernden Quellen meine Kräfte wiederherstellen. Das werde ich auch brauchen. Ich habe noch mehr als genug vor mir, Camira dabei zu helfen, Anekina zu altem Ruhm zurückzuführen. Hm? Oh, ihr seid es. Schön, euch unter den Lebenden zu sehen. Ich schätze, ihr wart daran beteiligt, dass die Monde sich doch noch voneinander gelöst haben, oder? Augenblick noch, ich muss meinen Bericht abschließen. Mir ist klar geworden, dass es am besten ist, wenn man alles aufschreibt, solange es noch ganz frisch ist. Das ist es, was mich hergebracht hat. Camira will wissen, was geschehen ist, nachdem wir das Mondtor betreten haben. Es steht alles in meinem Bericht. Unsere Truppen haben ihre Stellung gehalten und tapfer gekämpft. Wir haben viele gute Soldaten verloren. Khajiit wie Kaiserliche. Aber wir haben auch unsere Pflicht getan. Wir schlachteten die euraxischen Soldaten dutzendweise ab und hielten die Drachen in Schach, bis die Monde sich trennten. Das Ende der Mondfinsternis war von Bedeutung? Es war entscheidend für unser Überleben. Als sich die Monde trennten, scherten die Drachen aus. Sie schienen ihren Antrieb zu verlieren, ihr Ziel. Sie stellten den Angriff ein und flogen davon. Und nicht einen Augenblick zu früh. Wir hatten unsere ganze Kraft und sämtliche Munition aufgebraucht. Was haben die euraxischen Truppen dann getan? Diejenigen, die Samaraks Ansturm überlebten, verloren das bisschen Mut, das ihnen noch geblieben war, seit die Drachen das Schlachtfeld verlassen hatten. Sie stoben auseinander wie die Sandschaben und liefen in alle Richtungen davon. Ich bezweifle, dass sie der Miliz jetzt noch viel Ärger machen werden. Was werden ihr und die Cygnus-Freischärler jetzt tun? Wir haben immer noch eine Menge Arbeit vor uns, um die Narben zu heilen, die Euraxia und ihre Söldner hinterlassen haben. Ich werde unsere Dienste Königin Camira und Fürst Gareshri anbieten. Sie können uns dort einsetzen, wo unsere Hilfe am wirksamsten ist. Ihr werdet also bei der Verteidigung von Elsweyr helfen? Wenn wir das für sie tun sollen. Doch die Cygnus-Freischärler sind vor allem Pioniere, Späher und Ausbilder. Wir haben einem Königreich viel mehr als Klingen und Schilde zu bieten, wenn es wieder aufgebaut werden soll. Das war unsere ursprüngliche Mission, Elsweyr zu helfen.
Ja, dann haben... Ach, da hinten in der Ecke. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse doch noch einen. Samarak freut sich, euch zu sehen, Freundin. Nachdem die Drachen durchs Mondtor gegangen waren und ihr ihnen gefolgt seid, machte dieser sich Sorgen, dass alles verloren wäre. Doch dann haben sich die Monde getrennt und plötzlich schien alles wieder im Lot zu sein. Kamira schickte mich, um herauszufinden, was mit euch und den anderen geschehen ist. Genau das, was man erwarten würde. Wir hielten die Stellung gegen die anstürmenden euraxischen Soldaten und ihre Nekromanten. Die Drachen wehrten wir ab, so gut wir nur konnten. Dieser ließ den Wüstenwind durch seine Glieder und Krallen strömen, während unsere Soldaten sich an seiner Seite sammelten. Ihr habt die euraxischen Soldaten besiegt? Gemeinsam mit der kaschitischen Miliz und den Cygnus-Freischärlern haben wir sie abgewehrt. Als sich die Monde trennten, brachen die euraxischen Truppen ihren Angriff ab und verstreuten sich in alle Winde. Die Überbleibsel werden lästig sein, aber keine Bedrohung für das Königreich darstellen. Was ist mit den Drachen? Samarak weiß es nicht mit Sicherheit. Wir mussten uns vor allem euraxischen Truppen auf dem oberen Kamm stellen. Präfekt Kalo befehligte die Ballisten. Daher kann er euch mehr dazu sagen. Dieser weiß aber, dass die Drachen wütend brüllten und davonflogen, als die Monde sich trennten. Was werdet ihr jetzt tun, Samarak? Samarak hofft, als Königin Kamiras Kralle zu dienen und den Thron zu verteidigen, so wie man es ihm beigebracht hat. Falls sie ihn nicht haben will, hat Gareshri viele Pläne, um das Leben in Elsweyr zu verbessern. Dieser wird gern dabei helfen, wie auch immer er kann. Ja, das ist doch schön, wenn sie alle die Hilfe anbieten. Ich würde ja jemanden mitnehmen, aber bleiben wir lieber da unten stehen. Wahrscheinlich sind sie jetzt gleich alle oben im Palast, sobald ich da ankomme. Wenn ich jetzt den richtigen Weg finde. Moment, hier, genau. Außenseiterin, diese muss mit euch sprechen. Diese hätte nie gedacht, dass sie je wieder einen Fuß in die Hauptstadt von Anikina setzen würde. Sie hoffte zwar, dass die Miliz Erfolg hat, doch sie hat nicht geglaubt, dass sie gegen die Usurpator-Königin bestehen kann. Kashia hat erfahren, dass ihr eine bedeutende Rolle bei diesen Ereignissen spieltet, ja? Ich habe geholfen, Euraxia zu stürzen, den Verräter zu besiegen und die Drachen auf der Ebene von Jode aufzuhalten. Solche Wunder, die ihr vollbracht habt, und das gesegnete Antlitz von Jode berührt zu haben, diese ist voller Ehrfurcht. Doch trotz allem hat die Mähne diese geschickt, um zu bestimmen, was als nächstes geschieht. Wo ist Fürst Gareshri, der Sprecher der Mähne? Gareshri ist aus der Schlacht zurückgekehrt und wollte die Heiler aufsuchen. Was meint ihr damit, was als nächstes geschieht? Die Heiler? Diese hofft, der Sprecher wurde nicht zu schwer verwundet. Was eure Frage angeht, wir müssen die Erbfolge für Anikina klären. Kashia muss feststellen, ob Kamira die rechtmäßige Thronerbin ist und wenn ja, ihren Anspruch anerkennen. Sie ist die einzige überlebende Tochter von König Hemaka. Macht sie das nicht zur Königin? Sicher. Aber jeder könnte so eine Behauptung aufstellen. Damit die Khajiit sie akzeptieren, muss sie von der Mähne anerkannt werden. Wo Gareshri nun unpässlich ist, würdet ihr dann an Kamiras Seite stehen und für ihre Abstammung bürgen? Falls ja, dann sagt ihr bitte, dass diese bereit ist, sie zu treffen. Ich werde Kamira aufsuchen und es sie wissen lassen. Bevor ihr an Kamiras Seite zurückkehrt, bittet diese noch um einen weiteren Gefallen. Die Mähne hat Kashia einen versiegelten Brief für Abnotan gegeben, doch er weigert sich, sie zu treffen. Soweit ihr bekannt ist, verbindet ihn und euch ein besonderes Band. Vielleicht könntet ihr den Brief überbringen? Ich kann den Brief überbringen, aber warum schreibt die Mähne Abnotan? Die Einzelheiten gehen Notarn etwas an, aber diese glaubt, dass es um die künstliche Mondfinsternis und ihre Auswirkungen auf die kaschitische Gesellschaft geht. Die Monde haben große Wirkung auf die Kaschit, die unter ihnen geboren wurden.
Was heißt das für jene, die während dieser Mondfinsternis das Licht der Welt erblickten? Die Mondfinsternis? Ich verstehe nicht. Was auch während der Mondfinsternis geschehen sein mag, Ione und Jode haben sich vereint. Wenn dies natürlich geschieht, kann jemand, der dann geboren wird, die nächste Mähne werden. Doch bei einer falschen Mondfinsternis, die Nachfolge wird zur ungeklärten Frage. Die Mähne hofft, dass Tarn die arkanen Implikationen darlegen kann. Warum ist die Mähne nicht persönlich gekommen, um Kamira zu krönen? Die Mähne kann nicht immer überall zugleich sein. Dafür gibt es den Sprecher und die Gesandten. Fürs Erste gehört Anikina nicht zu den Pflichten der Mähne. Doch wisset, dass das Herz der Mähne überall in Elsweyr ist. Nun übergebt bitte Abnor Tarn den Brief. Okay, wenn ich das richtig sehe, müsste er hier oben sein. Ich hätte vielleicht reiten sollen, das wäre schneller gewesen. Ja, natürlich. Ein echter Tarn ist immer irgendwo in der Nähe vom Palast oder so. Ihr müsst einfach für die Zeremonie bleiben. Es begibt sich ja nicht jeden Tag, dass man eine liebreizende Katze mit Krone sieht. Unsinn! Und nennt mich nicht Abnur. Außerdem glaube ich, dass ich Kamiras Gastfreundschaft bereits überstrapaziert habe. Ja, stimmt nicht ganz. Bringt ihn zur Vernunft. Abnur kann nicht wie ein Dieb in der Nacht verschwinden. Das ist doch würdelos. Ganz zu schweigen von unhöflich. Ich weiß wirklich nicht, was in seinem sonst so brillanten Geist da gerade vor sich geht. Hört sich ja so an, als ob er flüchten will. Ihr und Cadwell, ihr beiden könnt mich einfach nicht in Ruhe lassen. Niemand hätte merken sollen, wie ich aus Krempen verschwinde. Natürlich ist insgesamt kaum etwas nach Plan verlaufen, seit die Grollsteintafeln mich auf diesen Weg geschickt haben. Ihr geht also, Tarn? Ich bin weder gefühlsduselig noch versessen auf Pomp und Getöse. Meine Zeit in Elsweyr hat mir aufgezeigt, dass ich Grenzen habe. Ich bin nicht mehr der Kampfmagier meiner jüngeren Tage. Außerdem hasse ich Feierlichkeiten. Geplauder, Ansprachen, Schnittchen. Völlig unerträglich. Kann ich verstehen. Wollt ihr nicht dabei sein, wenn Kamira zur Königin gekrönt wird? Ich habe selbst miterlebt, wie eine bemerkenswerte junge Frau zu einer echten Anführerin wurde. Sie ist bereits eine Königin. Alles andere ist nur rein zeremoniell. Ich habe hier schon zu lange ausgeharrt. Ihr wart eine mehr als fähige Reisebegleitung. Ich werde mich bei Gelegenheit vielleicht wieder an euch wenden. Ich habe einen Brief für euch. Er kommt von der Mähne. Eine spannende Frage. Stehen Khajiit, die unter einer erzwungenen Mondfinsternis geboren werden, in der Nachfolge der Mähne? Doch dieser andere Teil hier bestätigt meine Vermutungen. Ich muss sofort nach Pelitine reisen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, lebt wohl. Viel Glück, Tarn. Wir haben viel geschafft. Doch ich fürchte, wir haben Karl Grontit nicht zum letzten Mal gesehen. Ich muss Berichten nachgehen, die aus dem Süden kommen. Ihr aber habt eine Königin zu krönen. Nehmt Cadwell mit und sorgt dafür, dass er sich benimmt. Und sagt Kamira, dass sie sich bewundernswert geschlagen hat. Wenn man dann wieder daran zurückdenkt, wie die sich alle kennengelernt haben. Meint ihr, Karl Grontit ist immer noch eine Bedrohung? Wir haben keine Leiche gesehen und es gibt keinen Grund zu denken, dass Karl Grontit nicht genauso Jode entkommen konnte, wie wir es taten. Er hatte schließlich eine bemerkenswerte Menge an Energie aufgesaugt, als die Monde ausgerichtet waren. Ich werde nach euch schicken, falls und wenn mein Verdacht sich erhärtet. Ja, das hört sich nicht gut an. Ich versichere euch, Kashia, dass meine Wunden gut verheilen. Nichtsdestotrotz hat diese die Fremdländerin gebeten, hinter Kamira zu stehen. Sollte sie sich entscheiden, den Segen der Mähne zu geben? Das war's? Hallo? Muss ich jetzt da durch oder nicht? Ja, ne?
Nö. Wo ist sie denn? Hallo, Kamira. Bist du hier unten? Kamira? Kamira! Hallöchen, das Gewand habe ich auch. Garashiri hat mir gesagt, dass ihr sie gefunden habt. Er hat mich auf den neuesten Stand gebracht, was die Schlacht am Mondtor angeht. Drachen und Nekromanten verstehe ich. Aber Politik und Krönungen? Ah, da kriege ich Knoten im Schwanz. Und die Amtsgewänder, die zwicken. Ihr Monde, ich vermisse meine Lederkluft. Das glaube ich. Zweifelt ihr daran, Königin von Anequina zu werden? Ich denke viel nach und zweifle auch. Doch ich weiß, was ich zu tun habe. Wie Anequina und meine anderen Ahnen vor mir, muss ich standhaft bleiben und meine Verantwortung voller Bescheidenheit und Anmut übernehmen, sofern die Gesandte der Mähne meinen Anspruch auf den Thron bestätigt. Die Gesandte glaubt nicht, dass ihr die Tochter von König Himaka seid? Die Frau ist undurchschaubar. Ich glaube, sie will mich einfach nur leiden sehen, ehe sie nachgibt und mir die Krone auf den Kopf setzt. Doch bevor die ganze Bürde des Königreichs auf meinen Schultern lastet, will ich euch noch etwas sagen. Natürlich, Kamira. Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich alles zu schätzen weiß, was ihr für Elsweyr getan habt. Und für mich. Ich glaube nicht, dass wir ohne eure Hilfe überlebt hätten. Jetzt verstehe ich, warum der Gesandte darum gebeten hat, dass ihr bei der Zeremonie hinter mir steht. Seid ihr bereit, meine Freundin? Ich bin bereit, Kamira. Ich dachte, du gehst vor. Jetzt muss ich hier vorgehen, oder was? Oh je. Ah, direkt nochmal ein Banner mitgenommen. Beziehungsweise einen Entwurf. Kamira? Kamira ist schon oben, oder? Ach ja. Es fehlt nur noch so pompöse Musik oder so, wenn man hier durchläuft. Kamira ist noch nicht oben. Kamira? Wo bist du? Hallo? Fürst. Die Heiler haben wahre Wunder bewirkt, meine Freundin. Ich fühle mich fast schon wie mein altes Selbst. Ich werde Kamiras Anspruch sichern. Bleibt ihr nur an ihrer Seite und unterstützt sie. Sie schätzt eure Gegenwart. Genau wie ich. Doch wo ist Kamira? Ich hätte gedacht, dass ihr sie herbringt. Ja, habe ich auch gedacht. Kamira ist bereit. Wir können mit der Krönung beginnen. Wer wird Kamira als Tochter König Himakars und rechtmäßige Erbin des Throns von Anequina bestätigen? Ich. Ich. Achso. Als ihr Ziehvater in all diesen Jahren und als Sprecher der Mähne. Kamira ist die rechtmäßige Erbin. Tretet vor, Tochter von Himakar und Numara. Tretet vor, Tochter von Anequina. Kamira, nehmt ihr die Pflichten des Throns an? Werdet ihr dieses Königreich führen und sein Volk beschützen? Das tue und werde ich. So wisset denn, dass die Mähne euren Anspruch annimmt und anerkennt. Ein Hoch auf Kamira, Königin von Anequina! Ich verspreche, unserem Volk zu dienen und ich danke allen, die mir halfen, unsere jüngsten Siege zu erringen. Zu guter Letzt gibt es noch jemanden, die ich ehren möchte. Jemanden, deren Unterstützung in dieser Sache beispiellos und von unschätzbarem Wert war. Fünfkralle, meine Kameradin und Freundin, bitte tretet an den Thron heran. Tapfere Fünfkralle, ich werde dafür Sorge tragen, dass unser Volk eure Taten besingen wird. Eine Generation wird der nächsten davon erzählen. So wie Kunsari zur Legende wurde, werdet auch ihr eine werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sagt nichts, meine Freundin. Wisset einfach, dass ihr geholfen habt, mein Heimatland von der Tyrannei zu befreien. Ihr habt geholfen, meine Eltern zu rächen. Ihr habt uns vor Drachen und Untoten gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Ich
werde das niemals vergessen. Und was geschieht jetzt? Ihr seid aufgetaucht, als Elsweyr euch am dringendsten brauchte. In unserer größten Not habt ihr geholfen, unser Land wieder aufleben zu lassen. Ihr werdet hier immer einen Platz haben, meine Freundin. Und ich will, dass ihr die größte Ehrung empfangt, die ich zu bieten habe. Ich ernenne euch zum Champion von Anekina. Und wir erhalten einen verteidigenden Flammenstab vom Set listiger Alfik. Es gibt immer noch Drachen zu töten und euraxische Soldaten zu erledigen. Aber jetzt ist es Zeit zum Feiern. Nehmt euch ein paar Augenblicke und sprecht mit unseren Freunden. Genießt es, Champion. Ihr habt euch das verdient. Was genau macht eine Königin? Nur das, was man erwarten würde. Ich höre mir Probleme an und versuche, Lösungen zu finden. Ich schätze, ich muss mich irgendwann mit unseren Verbündeten im Dominion absprechen. Und es gibt immer noch einzelne Drachen und euraxische Deserteure, die es zu erledigen gilt. Also, das Übliche. Dann schätze ich, dass eure Tage als Agentin der Menen nun hinter euch liegen? Es ist Zeit für ein anderes Abenteuer, Fünfkralle. Ich muss mein Volk anführen und die Erinnerungen an die Usurpator-Königin auslöschen. Möge ihr Name aus unserer Geschichte getilgt werden. Natürlich finde ich vielleicht auch mal Zeit, mich davonzustehlen und die eine oder andere Ruine zu erkunden. Na, zumindest hin und wieder. Ja, das sind doch schöne Aussichten. Und da du die Königin bist, darf ich bestimmt mal eben was von hinter dir klauen. Und ein Hoch auf Fünfkralle, die ich zum Champion von Anekina ernenne. Hehe, ja. Sind ja alle sehr begeistert. Hier ein bisschen mehr Geklatsche möchte ich haben, ja? Okay, sie hat gesagt, wir sollen noch mal mit den anderen reden. Das machen wir doch gerne noch eben zum Abschluss. Ich kam mit einer unmöglichen Aufgabe ins nördliche Elsweyr. Ich übernahm das Kommando bei der Miliz und wollte Krempen Euraxias Griff entringen. Mit eurer Hilfe haben wir so viel mehr erreicht. Dafür habt ihr meinen Dank, Champion. Wer steht für den Sprecher der Mähne als nächstes an? Wie immer gehe ich dorthin, wo die Mähne mich braucht. Eine Weile werde ich noch in Krempen bleiben, um Königin Camira zu unterstützen, so gut es nur geht. Wisst ihr, ich habe Camira die letzten 6 Jahre heranwachsen sehen. Sie wird eine bessere Königin, als ich es mir je erhofft hatte. Vielen Dank, dass ihr geholfen habt, die Blutlinie von Anekina wiederherzustellen, Wanderin. Es tut gut, wieder eine Khajiit auf dem Thron von Krempen zu sehen. Kashia entschuldigt sich für all die Formalitäten, doch sie musste ganz sicher sein, bevor sie Camira den Segen der Mähne erteilte. Ja, die Bürokratie. Das Herz von diesem sinkt, wenn er sieht, wie Camira zur Königin gekrönt wird. Ihre Eltern wären so stolz auf sie gewesen. Vielen Dank, Freundin, dass ihr uns zu diesem Augenblick geführt habt. Und dass ihr Samarak dabei geholfen habt, wieder zu seiner wahren Berufung zu finden. Eure wahre Berufung? Adept oder Königinkralle? Samarak wird immer ein Adept bleiben. Aber Königin Camira hat eingewilligt, ihn als ihre Kralle anzunehmen. Dieser wird die Königin beschützen und ihr dienen, so gut er kann. Genau dafür wurde Samarak geboren, ja? Vielleicht. Es freut mich, dass die Cygnus-Freischärler Königin Camira unterstützen durften. Wir konnten helfen, ein wenig von all dem Bösen wieder gut zu machen, das Euraxia nach Elsweyr gebracht hat. Also, wo ist die Musik? Ich will doch nicht umsonst 6 Jahre damit verbracht haben, khajiitische Walzer zu lernen. Du Scheiße. Habt ihr entschieden, was als nächstes für die Cygnus-Freischärler kommt? Ich hasse die Idee einer Söldnerkompanie. Aber ohne bestehende kaiserliche Regierung scheinen wir nichts anderes mehr zu sein. Zum Glück hat Camira unser Hilfsangebot angenommen und zugestimmt, uns anzustellen.
Als Ingenieure und Hilfsarbeiter natürlich. Ihr habt wirklich kadschitische Walzer gelernt? Ein paar. Ihr werdet überrascht, wie viele der Tänze man nicht ohne Krallen oder Schwanz ausführen kann. Ich hoffe aber, dass sie den zunehmenden Mond spielen. Ich finde ihn recht elegant und er passt am besten zu meinem schwanzlosen Hinterteil. Okay, jetzt sind sie hier die ganze Zeit am Klatschen und so. Ja, jetzt, wo ich wieder rausgehe. Ja, das lässt tief blicken. Ich schau mal eben, ob draußen eventuell noch jemand auf uns wartet, der uns eventuell zur nächsten Aufgabe bringt. Ich denke aber eher nicht. Okay, zumindest hier kommt jetzt gerade keiner angelaufen. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal unsere Aufgabe hier im nördlichen Elsweyr erledigt. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge in der Hauptstadt vom südlichen Elsweyr wieder treffen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.